Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Let's Play Transport Fever. Und heute wollen wir mal über den Wintermod reden. Ihr habt vielleicht im Thumbnail gesehen, vielleicht habe ich auch euch ein bisschen geärgert, vielleicht habt ihr auch davor in Steam oder bei transportfever.com nachgeguckt, ob das wirklich der Fall ist. Es gibt natürlich noch keinen Wintermod. Schade. Ich finde es selber sehr schade. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute mal drüber reden, was das denn verändern würde im Spiel. Was verändern könnte. Es könnte zum Beispiel die Produktionen gewisser Materialien, beziehungsweise müsste man wahrscheinlich darauf achten. Also jetzt von den Verbesserungen her, dass die Gleise, ne, wenn man zum Beispiel jetzt mal die älteren Gleise nimmt, das Holz wird nass sehr schnell und man hat hier rutschige Gleise, wo die Züge etwas langsamer fahren müssen. Das könnte passieren und da fahren die eben im Winter sozusagen auch ein wenig langsamer. Und da muss man auf den Strecken bzw. die Loks aufrüsten, so ein bisschen. Beziehungsweise müsste man da ein paar Einsatzwagen losschicken, die Schienen bei gerade Nichtbetätigung der Strecke ein bisschen auf Vordermann halten. Und das würde ja an so einer zweispurigen Gleise, die jetzt gerade hier nicht der Fall ist, aber hier würde das perfekt passen. Der fährt sozusagen hier gerade davor, ihr müsst es jetzt noch zweigleisig vorstellen. Hier davor fährt jetzt so ein Wagen und macht die Schiene richtig und danach kommt der Zug, dass der eben problemlos durchfahren kann. Genau. Mir ist aufgefallen, wenn ihr ein guter Zuschauer seid, ist es das bestimmt auch aufgefallen und ihr wartet nur darauf, einen Kommentar zu schreiben. Mir ist aufgefallen, passt auf. Bei dem Fahrzeugersatz. Fahrzeugersatz. Bei der Zuglinie 13 oder 12 ist mir ein Malheur passiert. Ja, ich weiß, meine Maus ist nicht mehr die neueste. Eine neue ist aber schon unterwegs. Ja, stopp. Der oder der andere. So, jedenfalls. Gucken wir mal hier hinten. Ja, seht ihr das? Fahrzeug wählen. Der ist das. Und den wollte ich auswählen. Also der weg. Der hinzufügen. Ja. Und da ist mir doch hier irgendwo ist mir ein Malheur passiert. Ne, war es hier? Wo ist mir denn das Malheur passiert? Hier ist mir das Malheur passiert. Guck mal, was ich hier für eine Lok davor gesetzt habe. Die habe ich da davor gesetzt. Die kann nur 40. So ist doch Bullshit. Setzen wir mal die davor. Ja, und schließen. Aber hier haben wir das jetzt noch nicht gemacht, ne? Machen wir die mal weg hier. Fahrzeug wählen. Zack. Dazu. Ja, und fertig. Wir haben das Geld doch jetzt. Warum nicht nutzen? Na, da kommt die ganzen auch eher ans Ziel. Die ganzen Leute. Hier sind natürlich jetzt noch die älteren Wagen. Aber wir können das ja ruhig mal aufrüsten. Weil, wenn nicht jetzt, wann dann? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Wagen. 8 Passagiere hätten die benutzen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einfach mal. Potenzial nach oben. Fahrzeug wählen, wir brauchen natürlich auch eine Lok. Zack. Die hängt jetzt automatisch vorne ran, das finde ich super. Bei Train Fever war das ja nicht so. Übrigens, das Thumbnail, das war aus Train Fever. Zur Aufklärung für euch. So, zack. So, haben wir das geklärt? Dann kümmern wir uns mal weiter um den Ausbau.
des Personenbeförderungsverkehrs. Was für ein Wort. Wir wollten ja hier hinten so rum. Dann machen wir jetzt hier Stahnsdorf. Halt. Stahnsdorf. Hier. Fetter Screenshot. Zack. Vielleicht ohne das. Zack. So, gucken wir mal, was die Gegebenheiten hier sind. Hopp, nicht näher ran. Aber mal so. Na, ein bisschen schräg. Zack. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Es ist sehr bergig. Das kann man schon mal sagen. Man könnte von hier oben eine Linie machen, die hier lang geht und dann hier hinten endet. Und man könnte von hier hinten eine Linie hier so durchziehen. Beziehungsweise die dann hier oben wieder anmündet. Oder hier oben ist allgemein ein Busbahnhof. Was auch für den Höhenlinien. Die sind vielleicht hier jetzt mal ganz praktisch. Auch für den Innenstadtverkehr sind die manchmal gar nicht mal so dumm. Wenn die das mal so einstellen. So, Straße. Die hier, mittlerste. Da ist die Steigung nämlich so groß. Das würde funktionieren. Da gehen wir mal ein bisschen genehmer hier runter. Ein Gebäude wird entfernt. Ja, das kann man in Kraft nehmen. Wie sieht denn das jetzt aus? Das schaut gut aus, ne? Das gefällt mir. Das gefällt mir, das sieht gut aus. Das ist eine genormter Abgang ist das. Das können wir ja hier auf der Seite mal genauso machen. So. Dann geht's hier hoch. Mit einer Kurve. Wo ist man ran? Da muss man ran. Zack, zack. Zack. Ihr könnt ihr dann irgendwann mal weiterfahren. Ne? Ah, dann müssen wir das doch mal so machen. Etwas längerer Weg. Aber. Er ist angeschlossen. Noch irgendwo, irgendwie so ein Manko an Wegverbindung. Da ist eine Verbindung, das kann man ja so lassen. Ja, zur Not könnte man das noch so machen. Aber warum auch nicht so? Zack. Ja, ich finde jetzt hier nichts weiteres. Man könnte hier noch einen Weg nach unten führen lassen. Der dann hier unten noch Häuser ransetzt. Müsste eigentlich klappen so. Das müsste eigentlich klappen. Na, hier könnte man eine Querstraße machen. Ich glaube, das ist der Abstand zu gering. Ne, das geht. Super. Einsame Spitze. Da kümmern wir uns mal jetzt drum. Und setzen wir ein paar Haltestellen hin. So. Also der Einzugsbereich. Das ist ganz interessant. Ringlinien. Wäre auch keine schlechte Überlegung, hier eine Ringlinie zu machen.
Hier eine Doppelhaltestelle. Da wollen welche vielleicht noch hier hoch. Und dann hier hinten runter. Genau, und die unten wohnen können dann hier unten die zwei Haltestellen nutzen. Die geht dann hier runter. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und da lang. Da stellen wir mal die Linie. Neue Linie. Eins, zwei, drei. Ja, warte mal. Wir kommen uns durcheinander. Wir fangen mal da an, wo wir angefangen haben. Nämlich hier. Und dann haben wir uns gedacht, wir gehen da lang, da lang, da lang. Da lang. Hier. 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 Hier oben. Zack. Gehen hier wieder zurück. Da lang, da lang, da lang, da lang. Und hier fehlt einer. Das ist unser Endhalt. Zack. Dann fängt es wieder von vorne an. Passt das? Das passt, ne? Und der Ort nennt sich wie? Stahnsdorf. 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 Der direkt ist ein Depot. Ein Straßenfahrzeugdepot. Können wir noch ziemlich zentral setzen, passt mal auf. Reißen wir nichts ab. Super. Noch heißt das Linie 1. Ich ende das noch später. 6. Der kann 5, der kann 6. Der kann auch ein bisschen schneller fahren. Na, nehmen wir den doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alle zuweisen auf Linie 1. Die müsste jetzt ganz unten stehen. Ah, so weit unten steht er. Zack. Und Linie 1. Linie 1 ist. Jetzt muss ich wieder hochscrollen. Bus 2. Fängt schon mit 2 an. 2. Oh ja. Großschreibetaste. 201. Ja, nicht nur 201, sondern Bus 201. Bus 201. Und hier Stahnsdorf. Stahnsdorf. Richtig? Richtig. Zack. Super. Die fahren ja. Können ja mal eine Runde mitfahren. Aber das seht ihr dann nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.